und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen herzlichen Dank für deine kostbare Lebenszeit. Ja, ich habe beschlossen, dass ich wieder mal das Minimalismus-Game spiele. Ich habe es ja dieses Jahr schon gespielt. Wer es nicht kennt, man misst so 30 Tage lang aus und zwar immer einen Gegenstand mehr. Das heißt, am ersten Tag einen Gegenstand, am zweiten Tag zwei Gegenstände, am dritten Tag drei Gegenstände, am vierten Tag vier und so weiter. Und am Ende des Experimentes oder der Challenge des Spiels, keine Ahnung, hat man dann 465 Sachen ausgemistet. Und ob ich das geschafft habe, siehst du in diesem Video. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich, damit das Video nicht allzu lang wird. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anschauen, was ich ausgemistet habe. Das ist eine ganze Menge, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also viel Spaß! Tag 1, und zwar habe ich dieses Holz hier, misste ich aus. Das ist eben der erste Gegenstand. Am Tag 2 habe ich eine Maske ausgemistet und einen Boarding Pass. Den brauche ich ja jetzt eh nicht mehr, weil es schon vorbei ist. Genau. Tag 3, und zwar habe ich Socken ausgemistet, weil die sind schon ein bisschen kaputt und irgendwie, ja, ausgewaschen und so weiter. Und 2 Prospekte habe ich ausgemistet, also Tag 3. Tag 4 habe ich ausgemistet. Einmal die Kopfhörer, weil die gehen einfach nicht mehr. Und ich habe eh 2. Ich habe mir beziehungsweise jetzt neu gekauft und ich habe noch ein anderes kaputtes Paar. Beziehungsweise bei beiden, lustigerweise, funktioniert immer nur die rechte Seite. Die rechte Seite. Auch beim anderen Kopfhörer. Und deswegen dachte ich mir, tue einen weg. Die Kopfhörerschachtel habe ich jetzt weggegeben. Die neue, einen Stift habe ich weggeschmissen. Der geht nicht mehr. Und Verpackungsmüll habe ich auch ausgemistet. Also 4 Sachen. Das zähle ich als 1, weil da ist nur so, ja, Reste drin. Das zähle ich jetzt nicht als 1, sondern diese ganze Schachtel mit dem Müll ist 1, also 4 Sachen. 5 ist einfach, und zwar habe ich diese 5 Tattoos ausgemistet. Das sind so Fake-Tattoos für Kinder eigentlich, die man sich eben mit Wasser auf die Haut geben kann. Und die können jetzt auch weg, genau. Die finde ich einfach ganz nett, aber ich möchte eigentlich kein Tattoo auf meiner Haut haben, deswegen können sie weg. Am Tag 6 habe ich 3 Prospekte ausgemistet, also diese Karte hier. Ich rette die Welt, habe ich ausgemistet. Dann alte Zeichnungen von mir, das sehe ich als 1. Und nochmal 2 Tattoos. Tag 7 hatte ich auch wieder einiges gefunden. Und zwar zum einen, das ist besonders, und zwar der schwarze Turmalin. Den kann man sich so hinstellen. Der vertreibt eben negative Energien. Am besten im Eingangsbereich. Dann habe ich 4 solche Kerzenreste ausgemistet. Einige Papiere, die ich angeschrieben habe. Und 2 Kisten. Diese große rote habe ich ausgemistet, weil die einfach schon hier kaputt ist und auch nicht mehr gescheit zugeht und auch voll alt ist. Tag 8 habe ich ausgemistet, 2 leere Schachteln, da waren die Ohrstäbchen drin und die habe ich jetzt woanders hingegeben. Und zwar da rein. Dann habe ich ausgemistet ein leeres ätherisches Ölglas. 3, dann ein leeres Kerzending. Das hier habe ich ausgemistet. Eine kaputte Maske und ein paar Papiere, die sind darunter beschriftet. Und 2 Prospekte kommen auch weg. Sind 8. Am Tag 9 habe ich 5 Stifte ausgemistet. Die seht ihr hier. Weiteres habe ich eine Visitenkarte von mir aussortiert, die leider gerissen ist. Hier seht ihr auch meine Webseite, sophiesuniversum.at. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Eine Karte habe ich ausgemistet, zwar so ein Werbegeschenk, das war halt dabei, von Ein guter Plan, glaube ich. Und eine leere Stifteburg mitsamt dem. Das ist genau, das ist 1. Tag 10 habe ich 2 Sticker ausgemistet, also 2 solche, ihr seht es eh, was ich meine, also diese 2 Sticker-Papiere, keine Ahnung, wie man es nennt. Ebenso diese 2 Karten von Ein guter Plan, Werbung an dieser Stelle. 3 Stifte und dieses Bild, das ich gemacht habe, beziehungsweise dieses Schriftding. Da habe ich nämlich alte Stifte ausprobiert und habe halt ein bisschen was geschrieben. Dann diese 2 Dosen, also da waren die Dombow-Stifte drinnen und da waren diese Aqua-Stifte drinnen. Die habe ich jetzt einfach alle da reingegeben und ja, somit ist das Tag 10. Am Tag 11 habe ich tatsächlich mal meine Steinesammlung aussortiert. Ihr seht es hier, hier habe ich alle reingegeben, da war eine Schüssel. Jedenfalls habe ich die hier ausgemistet. Das ist ein Orange-Zitrin, glaube ich, heißt der. Das ist ein Aura.
Ich weiß nicht so genau, wie der heißt, aber der glitzert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Die anderen sind eigentlich alles nur ja, normale Steine, die ich gefunden habe. Genau, die dürfen jetzt weg. Am Tag 12 habe ich ebenso meine Steine weiter aussortiert und habe noch was gefunden. Und zwar ist mir leider dieser Ring zerbrochen, deswegen darf der auch weg. Und das andere erklärt sich eh von selbst. Das sind einfach so kleine Steine, die ich auch nicht mehr benötige. Zu glauben, aber wir sind schon bei Tag 13 und das, was ihr hier seht, habe ich ausgemistet. Zum einen diesen Kochlöffel, den benötigt nämlich irgendwie nie. Dieses schöne Glas, das ist irgendwie, möchte ich es nicht mehr haben, warum auch immer. Dann diese drei Prospekte, also das war so ein Rabattgutschein. Diesen Honiglöffel so gesehen, ich glaube, das nennt man so, ich weiß es nicht so genau, weil ich den auch nie verwende. Zwei Strohhalme, einen Wurm, also das ist so ein Bücherwurm. Ein Lesezeichen, eine leere Streichholzerbox, so eine Biene. Ich hoffe, die wird scharf. Genau. Dann diese Schachtel ist auch leer geworden mit dem Essen drinnen. Und ja, das war Tag 13. Wir sind bei Tag 14 und ich habe ausgemistet ein Glas, eine alte Maske, die leider zerrissen ist, ein so ein Armband mit so einem Elefanten drauf, ein leeres ätherisches Öl, ist dann leer geworden, ja, so ein Zettel, wo Heilstunde draufsteht, ein Stift, der leider nicht mehr geht, eine alte Maske, die ich meiner Familie geben möchte, bei mir passt sie immer nicht, weil die ganze Zeit runterrutschen. Das mag ich einfach nicht. Ist mir extrem unangenehm. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, sondern einfach, weil es unangenehm ist auf der Haut irgendwie. Ein großes Gummiringel, eine Kerze, ein Maskensackerl, ein Prospekt und noch ein Gummiringel. Räucherstäbchen zum Thema Gesundheit. Die schmecken einfach, finde ich, nicht gut. Also riechen nicht gut. Und so ein Papier. Das ist auch alt. Da waren die Stickern drauf. Genau, das war Tag 14. Wir sind bei Tag 15 und ich habe Folgendes ausgemistet. Erstens mal diese Schuhe, weil die einfach schon so stinken. Und mein Verlobter hat gemeint, ich soll sie echt jetzt wegschmeißen, weil sie echt so stinken. Ich habe sie tatsächlich schon ein paar Mal in der Waschmaschine gewaschen. Ja, tatsächlich. Aber ja. Und diese Gläser werde ich dann auch noch wegschmeißen, weil die brauche ich nicht mehr. Und das sind auch über 15 Stück, aber ich habe sie jetzt zu Tag 15 genommen. Deswegen. Das kommt am Tag 15 weg. Tag 16 habe ich ausgemistet. Diese 16 Stifte, das sind hauptsächlich Bleistifte, aber auch Buntstifte, wie ihr sehen könnt. Und ihr seht schon, ich habe noch irrsinnig viele und die werde ich jetzt weiter ausmisten. Was ganz anderes, und zwar habe ich meine Süßigkeitenlade ausgemistet. Ihr seht schon, ich habe sehr viele Müsli-Riegel ausgemistet hier. Ich habe Schokolade ausgemistet, weil die schon ein bisschen sich verfärbt hat. Also schaut nicht mehr so lecker aus. Einen uralten Nikolaus und Eier von 2021, also Ostereier, die können auch weg. Und das sind so gesehen dann 17 Sachen. Das habe ich als eines gezählt und das habe ich auch als eines gezählt. Also, weil es zwei verschiedene Schokoladen sind und ja, deswegen. Am Tag 19 habe ich mal meinen Werkzeugkoffer ausgemistet und das hier alles habe ich ausgemistet. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das alles ist, außer dass das ein kaputter Nagel ist hier. Ansonsten, ich habe keine Ahnung. Das wird wohl irgend so ein Haken gewesen sein und das ist so ein, von so einem, ich habe vergessen, wie das heißt, aber ihr wisst schon, das war auf irgendwas drauf. Deswegen ist es auch unbrauchbar, weil ich habe das Unterteil nicht und demnach kommt das weg. Vielleicht frage ich noch meinen Freund, ob er das davon möchte. Aber das, wo ich mir sicher bin, dass er es nicht möchte, schmeiße ich einfach jetzt weg, weil hat ja keinen Sinn, ne? Einen Werkzeugkoffer ausgemistet und diese Sachen habe ich jetzt weiter ausgemistet. Das war noch viel mehr in meinem Werkzeugkoffer drinnen. Eben diese Sachen, die ich nicht mehr brauche. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, außer das sind so Haken, sind aber leider kaputt. Mama die ankleben und ich habe das irgendwie falsch aufgemacht. Deswegen, das ist so ein Kugelschreiber natürlich, das ist. Ja, Kram. Ich habe keine Ahnung, es sind kaputte Nägel und so weiter. Diese Box habe ich auch weggegeben und ja, das war Tag 20 bereits. Am Tag 21 habe ich weitere Stifte ausgemistet, und zwar die, die ihr hier sehen könnt. Genau. Tag 22 habe ich auch wieder ganz viele Stifte ausgemistet, die ihr hier sehen könnt. Am Tag 23 kam auch wieder einiges zusammen, und zwar habe ich unter anderem diese Sachen ausgemistet. Das sind so Erklärungen für Heilsteine, Steine. Die brauche ich aber jetzt nicht mehr. Dann habe ich weiteres diese Gluppen ausgemistet. Das weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll. Ich habe gar keine Ahnung.
eine Betriebsanleitung von 1994, also richtig komisch. Eine Muschel, ein Sackerl, Handschuhe, ein alter Block, ebenso ein Notizbuch, was ich hatte. Dann das hier, das wollte ich euch zeigen. Habe ich für euch geschrieben. Ja, genau. Und das ist noch so ein Ding, ja, keine Ahnung. Das war am Tag 23. Am Tag 24 kamen auch wieder einige Sachen zusammen. Ich zeige es euch jetzt mal ganz schnell, damit das Video nicht zu lang wird. Erstens einmal dieses Set hier, das habe ich aus zwei Stück gezählt, also das hier. Das ist Leinen, nur mir steht leider Orange nicht und das ist auch Leinen. Dann dieses T-Shirt, ein Hardrock-Café-T-Shirt. Einmal eine leere Schachtel, weiteres auch eine leere Schachtel. Die habe ich mal bekommen auf Instagram. Das hier ist gerade runtergefallen, ein Sticker. So ein Werbegeschenk, eine Rinde, auch ein Werbegeschenk. Drei Karten, also und vier, also das ist auch eine Visitenkarte, eine Zahnbürste, ein Bleistift, ein Dings, ich weiß nicht genau, wie das heißt, so eine Matratze. Das war auch ein Werbegeschenk, zweimal Aurasoma. Die habe ich tatsächlich ausgemistet, weil ich sie irgendwie nie benutze. Eine Uhr, ein Ball, sowas, eine Zahnbürste und eine Maske. Das war Tag 24 bereits. Es geht weiter, es ist bereits der Tag 25 und ich habe wieder einige Beschreibungen ausgemistet für Heilsteine, dann ein bisschen Krimskrams, einen Engel, einen kaputten Bilderrahmen, ein paar Papiere, drei Steine und weitere Papiere. Das ist Tag 25. Tag 26 habe ich einige Wachsreste und Kerzen ausgemistet, außerdem diesen Ball hier. Dann, da ist leider dieses Glas reingefallen, deswegen muss ich das auch wegschmeißen, weil das kriege ich so nicht mehr raus. Das hier habe ich auch ausgemistet. Und zwei Sackerln. Das war Tag 26. Am Tag 27 durfte tatsächlich auch wieder einiges gehen, vor allem sehr viele Christbaumkugeln. Ihr seht sie hier, die gefallen mir eigentlich überhaupt nicht und ich habe eigentlich eh fast gar keinen Weihnachtsschmuck, also ich bin generell kein Mensch, der gerne so viel dekoriert mittlerweile. Und ja, diese drei Äpfel, ich glaube, die hatte ich schon mal ausgemistet, aber jetzt werde ich sie definitiv ganz ausmisten und meiner Omi geben. Auch diese zwei Sachen da und den Bären und diese Kerze hier. Und hier diese Tasse auch, weil da bin ich sehr traurig tatsächlich darüber, weil das war meine Lieblingstasse, also eine meiner Lieblingstassen. Ich habe ja eigentlich nur noch Lieblingstassen, aber die ist halt hier auch schon kaputt und es ist in sehr viele Stücke gerissen. Und heute ist mir das leider auch noch passiert, das da, weil das wäre nicht so schlimm gewesen, weil hier trinkt man ja nicht. Aber hier oben ist es halt schon zart und deswegen kommt diese schöne Tasse leider weg. Also da muss ich echt zugeben, dass ich da schon traurig bin. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass ich da, dass mir das schwer fällt. Aber ich habe ja noch eine zweite davon, die zeige ich dir gleich. Das ist die zweite Tasse. Nicht wundern, sie ist gerade in Benutzung und deswegen ein bisschen dreckig. Aber ihr seht schon, sie ist ein bisschen anders. Und tatsächlich gefällt mir die kaputte besser. Ihr könnt mal schreiben, welche euch besser gefällt. Die ist halt ein bisschen schmäler. Und die kaputte ist halt sehr super, finde ich, von der Größe auch her, für Tee und so. Aber ja, das ist Tag 27 und ich war schon verkraften. Am Tag 28 habe ich wieder einige Kerzen ausgemistet. Die werde ich auch meiner Oma schenken, weil ihre Lieblingsfarbe ist orange. Und in meiner Wohnung passt orange nicht so. Weiteres habe ich das hier ausgemistet, so eine Kette, die man als Deko benutzen kann. Dann das hier, Olympiade 2007 von Schönau. Dann einige Bilder, die sind da drunter, die möchte ich jetzt nicht zeigen. Und ein paar Prospekte, das war Tag 28. Tag 29 habe ich mal meine Bilder aussortiert. Und ich habe sehr viele alte Bilder ausgemistet. Ich möchte es euch jetzt nicht zeigen, weil ich finde es irgendwie nicht mehr so schön, aber ja. Ihr seht hier eh zwei davon, also ein halbes, falls ich probiere es. Da bin ich eh noch nicht fertig, aber ja, das war Tag 29. Ich kann kaum glauben, wir sind schon bereits bei Tag 30. Juhu! Also, da unten sind 20 Bilder und das sind 10 Sachen. Zählen wir mal zusammen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau. Ich habe alte Kopfhörer ausgemistet, zwei
Lavendelsäckchen, Räucherstäbchen, eine alte Schachtel, zwei Steine, zwei Säckchen und eben 20 Bilder. Und das ist Tag 30. Und hiermit sind wir am Ende des Experiments angekommen. Tatsächlich sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich habe es 30 Tage durchgezogen, wie ihr sehen konntet. Und es sind doch einige Sachen zusammengekommen. An manchen Tagen ist es mir nicht so leicht gefallen, Sachen zu finden, aber ich habe es ja dann doch gefunden. Und ich habe mir aber auch keinen Stress gemacht. Und ich habe es jetzt eben im September gemacht, dieses Minimalismus-Game, und wieder 465 Teile ausgemistet. Und ja, ich würde sagen, es bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast, und vielleicht konnte ich dich ja auch mit dem Ausmisten animieren und motivieren vor allem. Und ich wünsche dir jetzt auch noch viel Spaß beim Ausmisten, und vielleicht hast du ja auch Lust bekommen, dieses Spiel zu spielen. Falls dem so ist, kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du als erstes ausgemistet hast. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!